Hey, vielen Dank, dass du dir dieses Let's Play von mir anschaust von Temtem. Wenn es dir gefällt, lass gern einen Daumen nach oben da, abonniere mich und aktiviere die Glocke, damit du nie wieder was verpasst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das ist ein Trainer? Nein, gut. Gegengift. Aufwacher. Weil zu mir. Also bleibt uns jetzt nur noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier wieder runtergehen und dann links hochgehen. Stimmt, ja. Kann man hier einfach springen? Oh ja, Tatsache. Oh, okay, da hat er mich jetzt aber wieder hochgezogen, weil du nicht runterspringen wolltest. Ja, ich wollte erstmal gucken, ob da oben noch was gibt. Ich habe eher darauf erwartet, dass die zwei Viecher jetzt irgendeine Kampfattacke einsetzen. Ah, so viele Temtem-Kämpfe. Krass, Attacken. Die Attacke habe ich schon seit fast von Anfang an. Nein, nicht deine. Generell. Oh. Meine Herren. So. Vorne ist nichts. Aber ist das ein Trainer? Aber da, guck mal, unten im Wasser. Da sind wir eiskalt dran vorbeigeschwommen. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt in dem Sinne jetzt auch mal endlich eine AOE hätte, ne? Das wäre super, ne? Ich frag mich ja sowieso, ob... Ich glaube, in dem Spiel ist es gar nicht gewollt, dass es viele AOE-Attacken gibt. Weil sonst wäre das ja... Naja, zu einfach. So, ich meine, gibt ja schon... ich glaube, in Pokémon gibt es schon relativ viele AOE-Attacken. Und das würde ich zum Beispiel in einem Online-Spiel nicht so geil finden, wenn du irgendwie alles immer mit... Ja, das der Plünderer hat. Wenn du immer alles mit AOE-Attacken platt machen kannst, wäre doch nicht so geil. Also finde ich zumindest. Was sagen denn unsere Zuschauer? Ja gut, okay. Ich sag mal, du hast jetzt so diese... Was war das? Ladestrom? Kettenblitz. Kettenblitz war das. Ich bin jetzt Level 27 und immer noch keinen neuen Skill oder eine Entwicklung. Alter Falter. Ist ja schön, dass es das Spiel hier gerade so gut mit uns meint, dass wir gut leveln können, aber... So. Wir haben gerade in den letzten... Oha! Oh, Lord. Das Ding würde ich eigentlich tatsächlich fangen. Soll ich mich zurückhalten? Von mir aus kannst du es auch haben, dafür hatte ich jetzt ja die letzten paar Mal Glück beim Fangen. Ich will nicht interessieren an das Ganze, bin ich ehrlich. Weil für mich ist das nur normal gucken. Na, ich will es ja nicht mitnehmen, es geht mir nur darum, es im Tempedia zu haben. Greifen wir einfach mal an, ich werde es einmal versuchen, wenn es nicht klappt, töten wir es halt. Gut, soll ich mit Nagen auch noch drauf gehen? Oh, einfach angreifen. Guck mal, wie viel HP der hat, dem juckt nicht mal meine Attacke. Ja. Ich muss sogar nochmal angreifen, sonst kann ich das mit dem Fang gleich vergessen. Der haut dich hier gerade voll zusammen. Okay, egal. Ja, nicht so schlimm. Holy shit, Alter. Natürlich macht das jetzt wieder mehr Schaden, ey. Das glaube ich, du musst dich erstmal heilen. Wann soll ich mal nicht heilen? So. Duft. Aber will die hier kämpfen? Nein, will sie nicht, oder? Will sie? Nö. Nee, will sie nicht. Ich glaube, gegen die haben wir noch gar nicht gehabt. Oder? Haben wir die beim letzten Mal schon gekämpft? Weiß ich nicht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nein. Oh, Mann, oh. So, geh mir jetzt da. Du läufst ja schon hin, ne? Ja, gut. Wo sind wir jetzt? Ah! Vielleicht gibt es wieder ein Schlittschuhrätsel. Bei etwas Rotem, hier ist nichts. Okay, so. Moment. Lass uns erstmal gucken, wie wir da am erst besten. Erstmal die Viecher kaputt kriegen. Erstmal das Tatergut töten. Frag mich ja, ob man auf diesem Eisfeld auch ein Kristall-Temtem finden kann, vielleicht. So, weißt du? Würde ja irgendwie rein optisch. Dieses Tatero, ne? Und ich habe halt immer noch diese Scheiß-Attacke Gleichstrom als Basis-Attacke. Das ist, als ob du, keine Ahnung, in einem höherleveligen Gebiet noch mit Donnerschock rumrennst. Tut man das nicht normalerweise so? So, lass uns. So, jetzt geht's hier. Okay, also ich gehe jetzt erstmal nach rechts. Dann runter, dann links. Da ist hier nämlich ein Item. So.
Rauchbombe, okay. Dann hier links. Dann ein Stückchen runter, dann rechts. Okay, das könnte vielleicht schwieriger werden, als ich erwartet habe. No. Müssen wir anders. Durch. Alter, hier stehen voll die krassen Echtspieler gerade. Mit übelst den Temtems rum. Oh. Jetzt bist du eh zu mir geholt. Wo bist du denn schon wieder überhaupt? Siehst du gleich. Ich bin oben links quasi durch. Ach so. Aber jetzt sind wir eh gleich an einem Ort. Ich habe gerade eben noch versucht, die Dings zu... Aber ich glaube, hier gibt es so gesehen Schlittschuhe, wo du dich dann ganz normal auf diesen Dingern bewegen kannst. Das wäre natürlich... Davon hat der eine Typ eben... Der hat ein Crystal, erzählt. Scheiße. Was war nochmal die Schwäche von dem? Ach so, warte mal. Was hast du für Schwäche? Kampf. Na ja, gut, damit kann ich jetzt gerade absolut nicht dehnen. Dann kümmere ich mich ums Paharak. Au. Gut, dass dich das nicht so besonders juckt. Nee. So. Scheiße, nicht Gift. Ah ja, das hat keine Schwäche gegen Gift. Idiot. Jetzt wurde ich mal gefokust. Nein, nur gegen Kampf. Ja, komm, dann nehme ich mal meinen Fischkopf. Fischkopf. Gegen Loali hat er. Gegen Loali kann ich was unternehmen. Aber mit dem Karateschlag kann ich jetzt auch gegen Crystal was unternehmen. Dann mach Karateschlag. Bam! Oh, nett. Boah. Und er hat sich selbst getötet. Oh Mann, ey. Learn to play. Wow. Bitte mach doch nicht so ein. Ich geb dir mal Flinkheit, damit du ein bisschen schneller bist. Kommt sowieso die Giftklaue. Oder auch nicht. Oha. Es ist mir scheißegal, wie viel HP mir das abzieht. Ich will wissen, was das für eine Attacke ist. Wenn der das überlebt. Natürlich nicht. Ich wollte gerne wissen, wie die Attacke stechender Regen aussieht. Jetzt muss ich mich tatsächlich auch mal heilen. Moment. Bevor wir hier weitermachen. Hier oben bist du, alter Schwede. Also lass uns erstmal gucken, wo wir jetzt hin können. Also entweder gehen wir jetzt hier durch oder wir probieren es nochmal woanders. Wollen wir hier bleiben? Also willst du hier runter oder wo willst du hin? Wir können hier einfach mal runtergehen, weil auf die andere Seite kommen wir, glaube ich, gar nicht. Ohne Schlittschuhe, ne? Ich glaube auch nicht, dass das geht. Was sind wir denn hier? Ah, ich glaube, wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Hier ist noch eine Rauchbombe. Sehr gut. Temtem Kampf! Ach, die Viecher. Alter, kurz vor der Höhle, ey, kurz vor dem Ausgang. Alter, nee, ey. Das habe ich damals schon immer gehasst bei Pokémon in den Höhlen. Wenn du dauernd irgendwie nur einen Schritt machst und direkt Kampf, 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 Kampf. Wird ja auch irgendwie noch so eine Funktion geil finden in dem Game. Je öfter du eine Attacke benutzt, desto stärker wird sie auf Dauer, weil sich das Temtem dran gewöhnt. So, also müssen wir jetzt probieren, zu einem anderen Ausgang zu kommen. Oh. Okay. Nee, können wir irgendwie... Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, als man erwartet.
Und damit sind wir einmal im Kreis gefahren. Super. What the fuck, Alter? Als ob ich jetzt hier nicht wiederkommen. Ich bin ans andere Item gekommen. Welches andere Item? Hier rechts unten ist noch ein Item, aber ich glaube, das war nicht das, was ich machen wollte. Hast du das auch aufgehoben? Nee. Also bin ich rangekommen. Ach so, okay. Aber ich bin, glaube ich, jetzt... Nee, noch nicht ganz. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, wir hängen fest. Ja, ich habe auch so ein Gefühl. Weiter komme ich nicht. Ah, doch, jetzt warte hier. So. Ich bin drüben. Ja, du bist unten. Du bist wieder da, wo wir hergekommen sind. Ja, nach unten kommst du nicht. Ich kommst du bestimmt irgendwie. Nee, glaube ich nicht. Aber irgendwie musst du hier in der Höhle weiterkommen, sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Ja, mit Schlittschuhen. Und wo sollen wir die herkriegen? Dafür müssen wir mit diesem einen Typen, der da hinten noch woanders rumsteht. Ja, dann geh durch, dann werde ich ja eh mitgezogen. Na, jetzt muss ich erstmal auch wieder reinfinden. Ich bin schon wieder hier unten. Also wie war das? Hier lang, da lang. Na gut. So, und wer gibt uns jetzt hier Schlittschuh? Er hat uns gesagt, wo man die herkriegt. Und wo? Hast du das gemerkt? Irgendwas mit Magma City oder so. Ja, wie sollen wir denn da sonst da hinten aufs Wasser kommen? Wenn wir da jetzt nicht durchkommen. Durch die eine Höhle. Welche? Ich muss gleich erstmal gucken, was du meinst. Da, wo wir unser Seipad gefangen haben. Ah! Da unten war ja noch Wasser. Wie sollen wir dann die eine Quest machen? Weil wir müssen ja dadurch, weil da auch noch irgendwo eine Quest... Muss ich gleich nochmal auf die Karte gucken. Egal, dann gehen wir erstmal außerhalb sind. Ich war fast draußen! Achso, hier oben bist du. Raus hier! So, gucken wir nochmal. Jetzt muss er erstmal laden. Na dann. Welche Quest haben wir eigentlich nochmal gemeint? Ja, wenn du mal M drückst, da gab's hier... Oder war das gar nicht hier? Irgendwo hier am... Ach genau, da oben ist nämlich noch ein Fragezeichen. Genau, da müssen wir nämlich hin. Ja, da können wir ja auf dem Weg dann machen direkt. Und da ist auch noch ein Fragezeichen. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Oh. Also ich sehe nur ein Fragezeichen. Das. Die zwei. Achso. Ja, okay, das eine ist das mit dem Banshee. Okay, und das da oben drüber? Das da oben drüber, das haben wir ja schon fertig. Dann müssen wir ja nur mit der reden. Ich mal gucken, um wem müssen wir... Ist das die, der wir das Salz bringen müssen? Ist das die Quest? Dann wird wohl so sein, alles klar. Let's go! Okay. Warte mal, ich mach das jetzt mal ein bisschen anders. Oh, ja, perfekt. So ging's schneller. So, wo sind wir jetzt? Irgendwo unten. Alter, jetzt sind wir unten rechts. Yo, okay, ich hab gedacht... Was hast du getan? Ich hab gedacht, der portet uns zum nächstgelegenen und nicht am Arsch der Welt. Aber lass mal trotzdem heilen, damit wir, Die Tempflasche wieder, Tempflasche. Ja. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier kurz meine Temp-Karten mal ein bisschen verräumen, weil ich brauche beim Piggy-Pig nicht.
Ich brauche jetzt... Vom FOMU, dem muss ich wieder was abnehmen. Steampunker. Moment. Wie nehme ich dem das Item wieder ab? Wie nimmt man dem jetzt das Item wieder ab? Ablegen. So. Omu. Tateru auch raus. So, okay, ich bin soweit. Was ist das denn für ein Tresor, Lull? Oh. Okay, let's go. Auf die lange Reise. Ja, sorry, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Für mich war das klar, dass der mich zum nächsten Temtem Center bringt, aber nicht irgendwie voll weit weg. Ich glaube, das letzte besuchte. Und wieder der Lebens. Komm ich hier gleich raus? Okay. Das heißt wohl ja. Leider können wir nicht klettern. Ich frage mich, warum man das Klettern kriegt. Weiß ich nicht. Dauert bestimmt noch. Ich meine, wahrscheinlich geht man immer, nachdem man den Arena-Leiter geklatscht hat, was Neues. Das kann durchaus sein. Bei den zweiten Arena-Leiter habe ich nie geschafft. Du warst zu strong. Strong? Da kommt wieder ein fettes Tateru. Ich glaube, bis du geflüchtet bist, hast du schneller down geklopft. Oh, das stimmt. Das ist wahrscheinlich korrekt. Okay. Sind wir hier wieder in der Stadt, aber hier waren wir fertig, richtig? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben nur noch die Quest mit der Banshee, dann was wenn ich gucke, habe ich noch sehr viele Quests hier. Wenn ich mal unter Aufgaben gucke. Was sind Aufgaben? Escape und dann und dann die Münze, Aufgaben. Ich habe hier noch viel. Abgeschlossen. Oh. Ja. Okay, dann werden dieser wahrscheinlich, wie bei einem MMORPG, diejenigen, die du rechts nicht mehr aufgelistet hast, wirst du nicht sehen auf der Karte. Ich finde eine Ausgabe von Endairas Aufgabe in Kiziwa, aber die gegen Kiziwa gibt es hier doch gar nicht. Was hat es eigentlich hier mit auf sich? Was? Achso, ne Quatsch, das ist ja oben drüber. Oh meine Gott, dieses Fragezeichen triggert mich halt jedes Mal hardcore. Dass ich jedes Mal in dieses Haus will. Ja, oben, das ist doch das mit Banshee, wo du gesagt hast. Ja. Frag mich halt einfach nur, ob wir das Banshee auch einfach so irgendwie da oben jetzt finden können. Wirklich, Der lebt noch. Achso, du warst schon hier. Ist aber lustig, wie ich dann automatisch bei dir bin. So geil einfach. Ich stehe automatisch bei dir. Einfach, keine Ahnung. Pack das Schild. Ich laufe, während du kämpfst. Also so von der Ferne. Ja, ich bin gerade am Weglaufen. Tschüss. Bye, have a great time. Ich schwöre bei Gott, das ist einfach... Zieht mich einfach immer instant wieder das zurück. Das ist einfach so ein Krebsgeschwür, die Kacke hier. Warum, dass wir einfach keinen Duft benutzen? Wieso verweigerst du, dass wir Duft benutzen? Weil es Kohle kostet. Junge, Alter. Ich glaube, da habe ich die längere Nase. Junge, ne? So, hier ist das Fragezeichen. Ja, das ist mit Banshee. Ja, die Frage ist, kriegt man hier ein Banshee oder nicht? Ich meine ja. Warte mal, lass mich mal im Tempedia gucken. Wir haben den doch schon mal gesehen. Das heißt, der müsste uns doch... Genau, Banshee. Findet man also nicht heraus, wo man den finden könnte. Oder wie? Okay. Fragezeichen. Das heißt, hier könnte ein Banshee sein, oder was? Naja, auf einmal jetzt direkt instant Banshee. Nee, Pick. Oh, ist fast ein Banshee, nur mit Schweinegesicht, also. Ich meine. Und Kugelrund statt Schlange. Ja. Klassiker, ich meine.
erkennt das nicht. Das ist halt ein Banshee, das zu sehr auf Milka steht. Super, du musst ja nee, ist klar. Pigapix Ohnmachtsfluch, Alter, und haut mir die Hälfte vom Leben weg. Ja. Also, okay, das scheiß auf die Banshee. Ich habe jetzt hier keinen Bock rumzurennen und die Low-Viecher hier zu kloppen. Ganz ehrlich, jetzt würde ich auch so einen Pigapix, Alter. Dann lasse ich das einfach auf Level 5, schmeiß das einfach vor, lasse von irgendeinem OP-Teil killen und das Vieh hat dann direkt zwei Leben, also Hälfte Leben runter. Hat man sich die Mühe gespart. Das ist echt so. Los, weiter geht's. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere mich und aktiviere die Glocke. Wenn du außerdem auch gerne mal live dabei sein willst, wenn ich was streame, dann schau gerne auch mal in meinem Livestream vorbei. Ich streame täglich außer mittwochs und samstags. Ausnahmen werden im Discord und meinen anderen Social-Media-Seiten bekannt gegeben. Bis dahin sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder oder mal in meinem Livestream. Haust rein, ciao.